Hallihallo, wie geht's denn so? Ich bin wieder da. Ja, oh, das ist ein Geist. Ja, was muss ich jetzt machen? Die Sache ist die, ich habe mich ein bisschen mit dem Pumpernickel unterhalten. Er meinte, ich muss dieses geschwundene Schwert oder wie das Ding heißt, was ich bekommen habe vom Boss, hier in die Mitte reinstecken. Dann wird daraus ein Leuchtfeuer. Oh. Ach, das ist ja das Schwert, was ich hier aus ihm rausgezogen habe. Okay. Leuchtfeuer entzündet. Na also. Leuchtfeuer rasten. So. Ah ja, und jetzt kann ich auch Reisen, Taube einstimmen und Lagerkisten organisieren scheinbar. Und so, und bald werde ich mich mit dem Herrn Pumpernickel treffen können. Und ja, da es ja fast so weit ist, dachte ich mir, wie heißt das? Wir treten in Kontakt zueinander. Willst du dich vorstellen? Weil ich mich davon kenne, denke ich. Ja, okay. Ja, der Pumpernickel. Das Gebäckstück. Ja. Was soll ich hier machen? Was muss ich auf Reisen drucken? Zauber einstimmen, Lagerkiste organisieren. Ja, hast du schon deine als Seelen für Talente oder als Statuswörter ausgegeben? Oh nein, stimmt ja. Das wollte ich ja noch machen. Nur halt mich mit dir dann. Wir reden. Ich glaube, das ging bei der Frau, die mich die ganze Zeit mit dem Blick verfolgt. Das ist voll seltsam. Reden. Aschenmeer. Bring das gewundene Schwert zum Leuchtfeuer. Aber sagt mir erst jetzt. Dankeschön. Zeichen der Asche führt euch zum Land der Fürsten. Nach Lothric, wo sich die Häuser der Fürsten sammeln. Schickes Haar. Ah ja. Aufsteigen. Nun gut. Dann berührt die Finsternis in mir. Das ist seltsam. Ladet euch an den herrenlosen Seelen. So. Ja. Man hört, wie du tippst im Hintergrund. Ja, also. Ah, ich glaube, die betet gerade. Ja. Welche Attribute würdest du denn empfehlen für jemanden, der mehr Erfahrungen im Spiel gesammelt hat als ich? Ja, kommt drauf an, was du machen willst. Das heißt, was Ich genau? meine, willst du dann viel mehr auf Stärke gehen oder auf Geschicklichkeit oder auf was? Oder welche Waffen willst du benutzen? Naja, ich bin soweit mit Schwert und Schild eigentlich okay, weil. Also in Schild ist, glaube ich, ganz gut. Wenn du halt Schwerter benutzen willst, dann gibt es da halt ein Schwert, das benötigt 11 Stärke und 18 Geschicklichkeit, damit du es effektiv benutzen kannst. Gut, Stärke habe ich genug, Geschicklichkeit bräuchte ich noch ein bisschen. Aber was sind so die wichtigsten Attribute im Spiel? Oder die einem, sagen wir mal, Nahkämpfer mehr bringen würden. Das kommt immer darauf an, was für eine Spielweise du spielst. Weil, wenn du jetzt hier einen Ritter spielst, dann wäre, denke ich, Stärke und Geschicklichkeit gut, vom Schaden her. Ich weiß nicht, ob wir das einzelne Attribute machen. Okay. Und ich habe gesehen, dass man Zauber wirken kann. Also dass es Zauber gibt. Ja. Kann man diese kaufen dann beliebig oft nutzen, solange man diese FP-Punkte hat? Ich glaube, das kommt drauf. Ich glaube, für Zauber braucht man dann noch Zauberstab oder so. Oh. Aber Ach, ich weiß weiß nicht. nicht wirklich.
Ich. Und ich glaube, für Wunder braucht man irgendwie so ein Talisman und für Pyromantie braucht man irgendwie so ein Flammendings da. Ich weiß nicht, ich glaube, mit Schwert und Schild bin ich zurzeit am besten beraten, weil mit anderen Sachen kann ich noch nicht umgehen. Mit Pfeil und Bogen zum Beispiel oder keine Ahnung, was es da noch gibt. Ich glaube, fürs Erste gehe ich vielleicht mal mit Schwert und Schild weiter. Okay, dann bräuchtest du halt noch. Ich weiß, wie viel Geschicklichkeit du gerade hast. Was ich habe? Nur damit du halt diese eine Schwert effektiv benutzen kannst, bräuchtest du halt 18 Geschicklichkeit. Weil effektiv benutzen halt, dass es keine, ja, verminderte Angriffskraft gibt. Okay, ist das ein Langschwert, ein Breitschwert? Das war ein gerades Schwert. Was für ein Schwert? Ein gerades Schwert. Was heißt was? Es gehört zur Kategorie gerades Schwert. Okay, ist das einhändig, meine ich? Kann ich ein Schild nebenbei tragen? Jede Waffe kann einhändig getragen werden. Also. Moment, das heißt, warte, dieses Langschwert auch, was ich vorhin von einem Samurai bekommen habe? Fanden wir. Ja. Okay, Moment. Ja, auf Wiedersehen. Aber um die Fertigkeit zu benutzen, brauchst du halt entweder einen passenden Schild oder musst es beidhändig tragen. Oh, ich kann das Ding nicht nutzen, okay. Nicht effektiv nutzen. Aber ertragen kann ich's. Ja, aber du machst halt halben Schaden damit. Ah, okay. Nein. Wie kann ich das Ding ausrüsten? Ausrüstung. Ja, ich meine, ich habe das Ding jetzt hier im Inventar, aber. Ja, dann musst du halt zum Ausrüstungsmenü gehen. Hä? Meinst du nicht, dass eine. Ah. Ach so, das ist ja. Okay, also, das ist ja irgendwie gewöhnungsbedürftig. Kann mit aktuellen Attributen nicht effektiv genutzt werden. Ach so, aber tragen kann ich das Ding? Okay, Moment. Tatsache, es ist ein Katana. Oh. Moment. Ich kann ja die gleichen Moves machen wie der Typ vorhin auch, der Samurai von vorletzter Folge. Ach, da verbraucht der FP. Ja. Oh, okay. War das Schwert jetzt stärker? Physisch? Ja, aber. Okay. Okay. Ach, ich weiß nicht. Naja, wohl. Abwehrminderung. Ja, ich bleib beim Langschwert. Das hat eine bessere Abwehrminderung. Zurück. Nein. Nein, ich will's.
Okay, das habe ich auch. Okay. Ja, dann bleibe ich bei Schwert und Schild. Und für diese Attribute braucht man, nicht für Schwert und Schild, sondern, ja, bitte mach schnell. Produce the plain Ja, sword of es the steckt schon drinne, bonfire. Mensch. The mark of ash will protect thee to the Ja, land of the bitte north. schneller. To Lothric, Ja. where the homes of the lords converge. Very Also, well. ja. Then touch the darkness within me. Ja, bitte mach schnell. Take nourishment from these sovereignless souls. Ja, danke schön. Werde ich Zauberei brauchen? Nein. Keine Ahnung, okay. Lass mich raten, Vitalität ist die, ist das Leben? Ja, da oben steht's ja. Okay. Brauche ich Glück? Glück, dass. Ja, da ist ja, denke ich, wenn du was das beeinflusst. Wie bitte? Ja, wenn du halt nachguckst, dann siehst du ja, was Glück beeinflussen wird. Darum dreht. Ja, scheinbar Verteidigung noch und Finderglück. Ja, eigentlich erhöht aus Finderglück und Blutungsschaden. Oh. Da sind ja die Frauen alle sehr glücklich. Ja, da du halt ein Schwert benutzen wirst, wirst du das nicht wirklich brauchen. Okay. Vitalität. Brauche ich das? Vitalität sind die Leben. Naja, okay, natürlich brauche ich das. Ich glaube, Kondition auch. Mehr Kondition kannst du halt mehr rollen, Okay, wenn du also angreifst. Kondition mache ich mal. Dann, was noch? Geschicklichkeit. Brauche ich Geschicklichkeit? Ja, oder? Okay. Wie viel kannst du eigentlich jetzt? Wie viel Geschicklichkeit hast du gerade? Moment, 12. Okay, kannst du da 6 Punkte reinsetzen? 6 Punkte. Ja. Bis 18. Ja. Ja. Was mal, da kannst du halt dieses eine Schwert nutzen. Ist das Schwert besser? Doch. Was? Ist das Schwert besser als das, was ich jetzt habe? Ja. Sehr viel besser. Ja, es hat erhöhten kritischen Schaden. Kann ich das einhändig führen? Ja. Ja. Okay. Ja. Oh. Im nächsten Level findet man das Schwert dort? Ja. Echt jetzt? Ich habe auch nicht so ein Schwert dabei. Oh, ach Mann. Ich weiß nicht, ich möchte nicht zu viel erstmal auf Geschicklichkeit machen, sondern erstmal, ich sag mal, widerstandsfähiger werden. Ich glaube, das Schwert kann ich ja trotzdem dann mitnehmen, wenn ich es finde, aber ich mache vielleicht alles Wichtige auf 13, wenn es geht. So. Belastbarkeit brauche ich die? Ja, das ist nur die Belastung, okay. Ja, das beeinflusst halt, wie viel Rüstung du tragen kannst. Wie schwer die Rüstung sein kann, die du trägst. Je schwerer die Rüstung, bin ich dann desto langsamer? Je langsamer dann? Ja. Mehr Gewicht du halt an dir trägst, desto langsamer rollst du auch. Desto kürzer rollst du auch. Das heißt, man kann dich dann besser treffen. Ah, okay. Ich glaube, zurzeit brauche ich die aber nicht, oder? Aber Stärke brauche ich. Ja, doch, natürlich. Aber Zauberei nicht. Okay, dann mache ich mal Vitalität, Kondition, Stärke und Geschicklichkeit. Ja. Okay, dann habe ich die ganzen Sachen jetzt auf 14. Okay. Okay. Ja, dann nehme ich das mal so. Bestätigen.
Oh. Warte. Ach, ich steige dann auch gleich Stufen mit auf. Ja. Oh. Ach so, okay, dann bin ich ja von Stufe 9 auf Stufe 17 hochgegangen. Ach, ich dachte, man levelt, indem man Feinde besiegt. Okay. Und dann habe ich nur noch von 9000, von fast 10.000 habe ich dann nur noch 165 Seelen übrig. Okay. Bestätigen. Ja, für ja. Oh. Jetzt habe ich über 500 Leben. Cool. Und 100 Ausdauer. Cool. Gut. Danke. Die zwei Aschen. Wie heißt du eigentlich? Mögen die Flammen euch leiten. Ja. Das ewige Feuer möge es dich erwärmen und so. Um Leuchtfeuer rasten. Okay. Zauber einstimmen. Was? Ich hab da nichts. Okay. So viel zum Fenster. Lagerkiste organisieren. Was kann ich hier reinlegen, was ich nicht brauche? Die Seelen? Nee, ich weiß nicht, ob du Seelen reinlegen kannst. Kann ich scheinbar. Echt jetzt? Also diese schwindenden Seelen, die man aussammeln kann von den Gegnern, meine ich. Nicht die Zahlen da unten rechts. Das machen wir keine falschen Hoffnungen. Nee. Das ist keine Bank oder so. Das Sushigatana werde ich nicht brauchen. Das gerade Bruchschwert ebenfalls nicht. Heiliger Klerikerglocke, was soll ich damit? Und danke. Womit sollst du was? Was? Womit sollst du was? Was soll ich mit der heiligen Klerikerglocke? Bringt die. Nichts Wirkliches. Angriffskraft kritisch 100. Ja, obwohl mein Langschwert hat auch kritisch 100. Ja, das lege ich weg. Das ist nur Platzverschwendung. Der zweite Schild, den brauche ich auch nicht. Der ist schlechter. Ja, welche Fähigkeit hat er denn? Wie jetzt Fähigkeit? Ja, genauso wie Waffen haben Schilder auch Fähigkeiten. So, ja. Da gibt mir einen Moment, da muss ich das hier erstmal wechseln. So. Das war etwas leichter, aber der hat weniger Abwehrminderung im physischen Ding. Etwas mehr. Nee, welche Fähigkeit hat der? Kann der parieren oder macht er die Waffenfähigkeit oder was? Achso, Moment, das weiß ich nicht, das muss ich mir mal anschauen. Weil da steht halt, also wenn du halt so offen für dein Schild gehst, dann steht da halt, ja, Schild, Schlag und Waffenfertigkeit bei mir zum Beispiel. Nee, ich meine, ich bin nur gerade dabei, in die Lagerkiste alles reinzulegen. Moment, ich schau mal nach. Inventar. So. Wo sieht man das nochmal, sagst du? Die Fähigkeit, die steht halt über den FP-Kosten und über dem Gewicht des Schildes. Parieren. Der andere Schild? Ja, auch parieren. Ja, dann. Okay, ich merke gerade, ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Wie lange läuft sie schon? Moment, ich muss mal kurz nachschauen. Vergessen die Aufnahme zu starten, habe ich das richtig gehört? Ich habe vergessen den Timer zu starten, es sind schon 19 Minuten, das heißt, ich glaube, ich muss diese Folge leider beenden. Ja, das war jetzt etwas ungeplant, aber ja, nächste Folge geht aber wirklich los, das verspreche ich.